Willkommen in der Technik-Video-Welt. Apple haut immer wieder neue Produkte raus und gefühlt wird der Zeitabstand immer kürzer. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass alle 2 Monate mittlerweile ein neues Apple-Produkt rauskommt und manchmal passieren auch Fehler, bevor Apple mit seinen Produkten rausrückt. Das betrifft unter anderem die AirTags, denn die gibt es ja noch nicht von Apple, aber die ersten Zubehörteile sind schon aufgetaucht. Wir haben sie bestellt und gehen sie mit euch durch. Bis gleich. Willkommen in der Technik-Video-Welt. Ich bin Alper und heute sprechen wir über die Apple AirTags. Die Apple AirTags sind ja brandneue Produkte, die von Apple noch nicht vorgestellt wurden, aber überall wurde schon darüber berichtet. Letztendlich sind das besondere kleine Teile, die man zum Beispiel an den Schlüsselanhänger dran macht oder an irgendwelche Geräte oder vielleicht ins Auto legt. Und dann kann man, wenn man die Geräte verloren hat, diese damit orten. Das heißt, eben wie man sein iPhone auch orten kann, kann man eben dann zum Beispiel seinen Schlüssel, wenn dort ein AirTag dran war, eben auch damit orten. Was besonders an diesen AirTags sein soll, ist, dass sie eben nicht nur mit Bluetooth funktionieren sollen, sondern auf jedes iPhone reagieren sollen, was per Zufall einfach mal da an den AirTags vorbeigeht. Also als Beispiel, ihr habt es irgendwo im Park verloren und jemand anderes geht da dran vorbei und dann meldet sich auf einmal AirTag, Achtung, hier ist ein Schlüsselbund verloren gemeldet worden. Das wäre ja mal ziemlich cool, so viel wissen wir darüber noch gar nicht. Was aber besonders interessant ist, ist, dass die ersten Zubehörprodukte zu diesen AirTags schon aufgetaucht sind. Und zwar vor einigen Tagen auf Amazon gab es auf einmal diesen Schlüsselanhänger zu den AirTags. Und dort ist nämlich auch der Beweis dafür, dass es die AirTags wirklich gibt. Denn dort ist auch schon ein Bild von den AirTags mit drin. Und ich werde das Ganze jetzt mal drüben auf dem Tisch mal mit euch auspacken. Und dann schauen wir uns das mal an, was es denn damit auf sich hat. Bis gleich. So, hier habe ich dieses schöne Stück. Das habe ich bei Amazon bestellt, als es bei Amazon das noch zu kaufen gab. Und zwar habe ich einen Artikel gelesen, einen amerikanischen, wo die gesagt haben, Achtung, bei Amazon gibt es kurzfristig AirTag-Zubehör zu kaufen. Und das habe ich erwischt. Das ist von der Firma Cyril. Und das ist eine Tochterfirma von der Firma Anker. Die werdet ihr wahrscheinlich kennen, zum Beispiel für Netzteile, für Kabel. Die machen ja sehr, sehr viel. Und die haben tatsächlich jetzt das Ganze enthüllt. Das Ganze wird also tatsächlich AirTag heißen. Und die haben jetzt hier einen Schlüsselanhänger rausgebracht und die zeigen schon ganz deutlich, wie das Ganze mal aussehen wird. Letztendlich nicht so überraschend, weil man ja schon in diversen Leaks ja schon gesehen hat, wie diese AirTags aussehen sollten. Interessant ist jetzt, dass das hier direkt von einem Zubehörhersteller kommt. Und ich werde das Ganze mal auspacken, dann können wir uns das mal gemeinsam mal angucken. So, ich ziehe das mal einfach mal so hier raus. Genau, also letztendlich ist das hier ein aus Leder, ein Schlüsselanhänger. Und wir können jetzt hier an diesem Schaumstoff hier sehen, wie groß dann letztendlich diese AirTags denn dann auch sein werden. Also tatsächlich relativ klein. Man kann damit wohl dann relativ viel machen. Wie kriegt man das in diesen Schlüsselanhänger rein? Man klappt das hier einmal auf und würde dann hier diesen AirTag wahrscheinlich hier einfach einmal reinschieben. Hätte man es drin, so. Und dann drückt man es einmal wieder zu und fertig. Und könnte dann hier seine Schlüssel dran machen. Gerade für sowas finde ich das ja richtig gut, weil dieses Wo ist, was ja Apple benutzt und was ja dann auch für die AirTags benutzt wird, das ist ja wirklich sehr praktisch. Damit kann man zum Beispiel seine AirPods finden, damit kann man sein iPhone finden, seinen Mac und so weiter. Ich selber habe momentan noch ein anderes Produkt, das ist jetzt hier von Chipolo, das habe ich auch an meinem Schlüsselanhänger dran, verbindet sich eben per Bluetooth mit meinem iPhone. Und wenn ich dann jetzt, wenn die beiden sich zu weit voneinander entfernen oder aber ich es einfach mal suchen will, dann kann ich hier so einen Ton abspielen lassen. Ich kann auch gucken, wo die als letztes gekoppelt waren, kann es mir auf einer Karte angucken und so weiter und so fort. Und die AirTags sollen ja eben nicht nur auf Bluetooth setzen, sondern eben auf ein Hochfrequenzband und vor allem sich mit jedem iPhone verbinden, was dann irgendwo in der Nähe ist. Also wenn ihr es im Park verloren habt und jemand läuft vorbei und das Ding liegt da so, dann würde sich tatsächlich, aha, dort ist ein iPhone, jetzt sich direkt dort melden, Achtung, ich wurde verloren. Was ja richtig, richtig cool ist, aufgrund der weiten Verbreitung von iPhones. Weil, wie es genau im Konkreten aussieht, weiß man natürlich noch nicht. Zumindest wissen wir jetzt zu 100%, dass es eben diese AirTags geben wird. Die werden AirTags heißen, die werden wahrscheinlich auch so aussehen. Und vielleicht noch die letzte Frage, wie kommt so eine Firma wie Cyril eigentlich dazu, diese Informationen jetzt schon zu haben? Na, Apple macht es schon seit Jahren so, dass sie natürlich den Zubehörherstellern schon vorab Informationen geben, damit die ihre Produkte erstellen können. Also ansonsten gibt es ja bei jeder Vorstellung vom neuen iPhone gar keine Hüllen von Fremdherstellern. Nee, die bekommen da vorher schon die genauen Spezifikationen und können dann schon mal ihre Produkte erstellen. Aber ja, das ist zumindest der Schlüsselanhänger Apple AirTags. Wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen. So, das war das Video zum Thema AirTags. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns einen Daumen nach oben, abonniert kostenlos den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.